Grüß euch Leute und bei Roman am Berg. Ja, heute sind wir da im Bärental. Geparkt haben wir bei der Stuhlhütte. Jetzt machen wir eine von meinen Lieblingstouren, zu der ich das ja noch überhaupt nicht dazu gekommen bin. Jetzt gehen wir mal da von der Stuhlhütte in Richtung Klagenfurter Hütte. Es ist wirklich ein schöner Tag heute. Es wird wahrscheinlich auch verdammt heiß, zum Trinken haben wir genug mit. Und dann von der Klagenfurter Hütte gehen wir dann auf den Pilschitzer Sattel rauf. Und dann werden wir einige Gipfel mitnehmen, bis wir oben die ganze Runde wieder zurück bis zur Stuhlhütte gegangen sind. Ja, dann wünsche ich euch wieder einmal viel Spaß und schöne Eindrücke. Heute wird es wohl welche geben. Kommt mit! Auf in den Wald. Oh, es lichtet sich schon alles. Schön. Ich liebe dieses Fleckel von Kärnten. Ganz wichtig, immer schön aufpassen. Jetzt haben wir schon in der letzten Kurve an. Schaut wie schön. Der Klagenfurter Hütte und da vorne, da tut sich schon unser erstes Gipfelziel auf. Da werden wir als erstes gleich mal vorbeischauen. Die Pilschitzer. Dieses Mal von dieser Seite. Da habe ich euch zwar schon mitgenommen, aber auf der Route ist das nur ein ganz kleiner Umweg und das zahlt sich immer wieder aus, da rauf zu gehen. Und da links von mir. Da sieht man schon, wie es auf dem Kossiak aufgeht. Irgendwo nehme ich euch da mit. Ein schöner grüner Hügel. Wolkenwiesenwanderung. Aber nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn man eher selten auf den Berg geht. Es ist relativ steil da rauf. So. Wir sehen uns jetzt gleich bei der Klagenfurter Hütte wieder. Bis gleich!
Da vorne kommt sie schon. Ja. Ja, liebe Leute, das ist für mich wirklich einer der schönsten Flecke in ganz Unterkärnten. Flecke, Platzl, was auch immer. Ich glaube, bei meinen ganzen Bergtouren war ich nirgendwie oder nirgendwann so oft wie da. Man fühlt sich da einfach wohl. Und da vorne an die Klagenfurter Hütten. Einkehr gibt es heute keine. Da werden wir gleich schneller mal weiter müssen, weil sonst die Hitze zu groß wird. Ja, man könnte das als Hub da sehen. Oder Zwischenstation, weil man von da alle möglichen drüben gehen kann. Zurück ins Boden, da laufe ich auf den Kosiak. Ich werde da, wo wir hingehen, jetzt einmal erst auf die Pilschitzer und dann weiter auf den Hochstuhl. Ich glaube, jetzt wird es dann ein Polizeifer kommen. Die Sonne knallt schon runter. Hey. Kurz in die Senken rein und dann da den Weg Richtung Pilschitzer Sattel laufe. Das ist leider ein Weg, den ich nicht so gern habe. Und wenn ich das Gebiet da lustig gern mag, ist ein ziemlich gerölliger Weg. Zum Teil sehr versichert, das ist aber nicht schlimm. Aber das ist also ein Weg, auf dem man zwei Schritte vor und einen Schritt zurück geht. Vielleicht packe ich sogar die Stecken raus. Jo, dann geht's jetzt weiter. Noch ein bisschen schöner, weil da ist die Sonne weg. Es ist echt gut, dass wir da jetzt im Schatten aufsteigen. Das Glück werden wir später nicht mehr haben. Ja, da werden wir gleich drin sein. Ich glaube, ich sehe da oben den Wegweiser stehen, der das letzte Mal so brachial dort gelegen ist. Haben sie mit aufgestellt. Immer wieder was Neues. Jetzt könnte man da rechts weitergehen, kommt man direkt auf den Sattel auf oder da links weg eine kleine Abkürzung, wo es ein bisschen schneller auf die Pilschitzer raufgeht.
Die werden wir jetzt nehmen. So, dann sind wir wieder einmal am Birschenwasser lang gekommen. Ein traumhaft schöner Sattel. Und das ist dann der Weg, den wir Richtung Hochstuhl weitergehen werden. Da hinten links raus wird es wieder Richtung Vertaccia gehen. Und da rauf ist da, wo wir jetzt hingehen. Auf die gute alte Pilschitzer. Da vorne sieht man auch schon den Weinasch rausblitzen. Dahinter auch nochmal eine Mittagskugel, wo wir auch schon drauf waren. Und da ganz rechts draußen, der grüne Hügel, ist die Berntaler Kotschna. Davor, die Senke, ist der Bärensattel. Das ist unser Ziel für heute, da steigen wir wieder ab. So, jetzt wird es Zeit für einen Aufstieg und dass ich mir Kappen aufsetze. Von da sieht man jetzt auch schon besser unsere nächsten Ziele. Wenn wir dann da hinten abgestiegen sind, da vor uns jetzt Klagenfurt und Elweißspitz. Was wir sehen, ist da der Weinasch und wo es dann halt weitergeht. Da rechts von uns ganz mächtig der Kosiak. Und da in die Richtung geht es das Bodental. Über einen sogenannten Stinzersteig kann man da absteigen,
Da vorne sieht man die Ogrisalm. Ja, von da bin ich auch schon ein paar Mal aufgegangen. Das ist ein kleiner Mini-Klettersteig da drinnen. Ganz ein leichter. Das ist ein A. Seilversichert. Kann man aber ganz normal gehen, ohne irgendwas. Schaut sich das Panorama da heute an. Ein Wahnsinn, wie der Bodennebel noch überall aufsteigt. Und was ich jetzt machen werde, ist ein bisschen eine Pause. Bevor wir weitergehen. Ich habe nämlich einen Hunger und dann Durst. Bis gleich, Leute. So, jetzt sind wir wieder runtergekraxelt. Auf dem gleichen Weg, wie wir rauf sind. Und jetzt gehen wir noch an den Weg da raus. Da vorne ist also eine kleine Ravine, da steigen wir dann ins Hochstuhlkar ab. Und dann kommt der wahrscheinlich anstrengendste Aufstieg für heute. Wenn wir den hinter uns haben, dann haben wir es eigentlich schon so gut wie geschafft. Bis gleich. Ja, und davor haben wir uns noch einmal das Kar zu Vertaccia, das wir letztens schon gequert haben. Lästiges kleines Ding. Aber trotzdem mal ohne Natur. So, und jetzt, wie es der Wegweiser hier sagt, geht es jetzt hier rein in den kleinen Abstieg da. Dann fangen wir an, nach rechts unten das Kar zu queren. Ja. Und nicht, dass es versammt, wenn ihr da rüber kommt. Da kommt der Weg. Wir sind jetzt da drüber rüber. Und dann nicht gleich weiter ins Tal absteigen da, in den Kessel, sondern mit der Weg da weiter. Und da gehen wir jetzt Richtung Hochstuhlkar. Oh, da sind wir jetzt ein bisschen in einem Hitzekessel drinnen, deswegen ist es gut, dass wir so früh dran sind. Sehen wir es dann schon ein bisschen genauer. Jetzt geht dann da vorne der Weg so rauf. Und dann macht er eine Linkskurve unter den Felsen dadurch. Bis hinauf auf den Sattel. Relativ markant im Grün zu sehen. Das müssen wir jetzt noch packen. Und dann haben wir das älteste Freude hinter uns. Ah ja, da müssen wir kurz das Stammfeld da queren. Aber da gibt es ganz viele Stammmandeln unterwegs. Das ist der Hitzekessel, sage ich. Da geht es gut ab. Gut, dass ihr genug zum Trinken habt. Oh, viel zumindest. Leute, es ist schweineheiß und schweineanstrengend da oben. Aber das, was hinter mir ist, ist hinter mir. Und da oben sehe ich schon einen Ausstieg. Wenn wir das haben, dann haben wir es für heute. Dann haben wir nur noch kleine Hügel an vor uns. Da geht es schön runter. Ja, Endspurt. Bis gleich, wenn wir oben sind. So. Hätten wir das geschafft. Da geht es jetzt Richtung Hochstuhl auf.
Trotzdem mache ich jetzt eine kurze Pause, weil der Anstieg durch das Car da ist scheiße anstrengend. Ja. Das ist jetzt der Sattel zwischen Stuhl und Mallistuhl. Da ist ein kleiner Hochstuhl, beziehungsweise Hochstuhl, ein kleiner Stuhl, keine Ahnung. Da geht es dann links auf dem Mallistuhl auf. Da steht da die Kaschernhütte drauf, die ist bewirtschaftet. Da gibt es immer was Gutes zu trinken. Und hier dann darauf auf den guten alten Stroh. Unglaublich, was da halt los ist. Ich werde am Gipfel nicht so viel reden können. Es wird dann kurz einen Rundumblick geben und dann bin ich ja schon wieder verschwunden von da. Leute, jetzt habe ich endlich ein Stück Gras gefunden, das nicht gerade vollgesch ist. Haben wir endlich ein bisschen niedersitzen können. Jo, jetzt war ich schon 10-mal auf dem Hüpf da oben und ich habe noch nie das Kreuz stehen gesehen. Und heute steht es wieder nicht. Irgendwann einmal erwische ich es, sage ich euch. Auf jeden Fall ist es trotzdem wie immer ein Wahnsinn, der Hochstuhl, der höchste Gipfel in den Karawanken. Die Aussicht von da oben ist eine Weise, man sieht halt einfach alles rundum herum. Zum Beispiel da unten wunderschön Slowenien. Der Bläder See da unten. Der Insel sieht man jetzt ganz klar. Da hinten scheinen wieder die Julischen aus. Und wenn wir aufstehen, da wir schon. Mal zur Klagenfurt da hinten runter. Es ist wirklich wunderschön da. Der Aufstieg lohnt sich jedes Mal. Ja, und da vorne sieht man den Mallistuhl. Die Prescherenhütte, die leuchtet da hinten aus. Werden wir jetzt nicht einkehren, weil wir werden schauen, dass wir bei der Hitze weiterkommen. Weil unsere nächste Station ist da vorne, der Weinersch. Und wenn wir den hinter uns haben, steigen wir ab auf den Bärensattel und vom Bärensattel runter zum Auto, zur Stuhlhütte. Da hinten sieht man auf Kärnten wahnsinnig gut. Also das ganze Klagenfurter Becken, Klagenfurt, sieht man bis Villach rauf. Haben wir einen echt schönen Tag erwischt heute. Ich hab's ja schon das erwischt da. So, ich werde jetzt Akku tauschen und Karten tauschen und dann werden wir uns wieder auf den Weg machen. So, jetzt haben wir von da oben runter. Hinter mir der Sattel. Und jetzt suchen wir uns da unten den Weg Richtung Weinersch. Das klingelt bei dem Weg da jetzt nämlich, wenn ich davor die falsche Abzweigung nehme. Ja, dann gehe ich Richtung Slowenien. Wo wir hinwollen, ist da unten die Bergseiten entlang Richtung Weinersch. Das haben wir aber dann auch gleich geschafft. So, und von da jetzt runter zweigt sich da jetzt der Weg ab. Jetzt kann man da noch in Richtung Slowenien runtergehen. Die Route bin ich noch nie gegangen. Ich weiß auch gar nicht, wo man da rauskommt. Man sollte mal erkundigen. Weil jetzt in Corona-Zeiten mag ich sowieso nicht von der anderen Seite aufgehen. Ist nicht notwendig, ist wirklich nicht notwendig. Wir gehen jetzt darüber entlang. Jetzt haben wir da einmal ein Kamote-Stickel vor uns. Nichts Großartiges. Den letzten Aufstieg haben wir dann am Weinersch, der dann da hinten ist. Aber bis dahin werden wir einen wundervollen Ausblick haben. Aber einige Male die Kamera beschwenken. Jetzt geht's weiter.
Schaufenster und da sind wir wieder auf seinen Sattel angekommen. Da kann man theoretisch auch einen Notabstieg machen. Wenn ich mich nicht irre, ist das die grüne Riesen. Da kann man quasi da unten sichtbar den Weg, wie wir aufhören sein früher. Und ein bisschen weiter da unten ist der Einstieg noch an diesem Klettersteig in der Richtung. Unser nächstes Ziel ist da vorne. Da geht es jetzt nach da oben und dann da oben auf. Das Kreuz vom Potoski-Stuhl. Ein liebes, abgebrochenes Kreuz. Potoski-Stuhl, 2014 Meter. So, unten sind wir oben. Jetzt gehen wir da weiter. Da fällt sogar der Hubschrauber vorbei. Ultraleit. Oh, Sigi auch selten. Das ist der letzte Anstieg. Da oben Gipfelkreuz. Da sind wir jetzt gleich. Grüß euch Freunde, wie geht's euch? Oh, du liegst da. Die Oberleitl, die gehen jeden Tag da rauf. Nicht so wie wir. Hätten wir den letzten Pferd auch noch geschafft. Jetzt sieht man dort schon, wo wir dann hin müssen. In die Senken in den Sattel da rein, das ist der Bärensattel. Und da stehen wir dann rechts zur Stuhl. Die ganze Ketten da von der Klagenfutter hinten über die Milchschilzer, die werden dann schon. Edelweißspitz, Klagenfutterspitz, der Hochstuhl. Mittendrin auf der Potoski-Stuhl. Und da haben wir einen schönen Sockel zum Niedersitzen. Wie man sieht, Weinasch, 2104 Meter. Ein schöner grüner Gupf. So, nachdem wir die lieben Pferdl da oben jetzt schon mal halbe Jahre weggewiesen haben und einer noch mal ein Viertel gekommen ist,
verschieße ich mich jetzt lieber, bevor ich selber gar nichts mehr habe. Ja, jetzt beginnt der Abstieg. Jetzt suchen wir dann da unten den Weg wieder. Und dann geht es Richtung Bärensattel. Und dort schalten wir noch einmal ein, weil der ist nämlich auch noch Herz zum Herz sagen. Der ist nämlich auch noch richtig, richtig schön. Zwischen den zwei Rupfen davon durch und dann noch so eine kleine Querung durch einen Kessel bzw. oben um und dann sind wir am Bärensattel rein ins Gewachs. Aber man merkt schon, dass ich im Bergsport in den letzten Jahren ein bisschen was getan hat. Vor ein paar Jahren war doch bei weitem nicht so ausgetreten, bei weitem nicht so gut markiert wie jetzt. Jetzt findet man den Weg quasi blind. Ich kann mich noch erinnern, wo ich da gegangen bin und wirklich einen Garten gebraucht habe. Jetzt kann man einfach gehen. Eigentlich auch ganz schön. Schatz, der Gatsch ist wieder da, der Gatsch. Hilfe! So, liebe Leute, jetzt kommen wir da aus dem Gedachs raus. Und jetzt tut sich vor uns dieser Kessel da auf. Und jetzt queren wir den über die Strecken da. Und schon gleich da hinten, wo die Bäume wieder anfangen. Dort ist noch ein quasi Endstation. Also der Bärensattel wieder. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt. Von dort haben wir dann noch ca. 800 Höhenmeter Abstieg direkt zum Auto. Deswegen habe ich auch dort geparkt. So. Schauen wir mal, wie lange wir bis dahin noch brauchen. Da. Hier sehe ich Mahlzeit. Mahlzeit, Leute. Leitl, seht ihr den Grinser? Warum habe ich denn wohl? Wir sind angekommen. Der wunderschöne Bärensattel. So. Jetzt haben wir gerade Glück, die Wolke hat sich gerade ein bisschen verzogen. Das war auch ein großer Vorteil, dass es ein bisschen kühler ist. Jetzt sind wir ein paar Wege am Weg, die wir ja gerade gegangen sind. Liebe Zuschauer, da sich mein Speicherplatz jetzt langsam ein Ende zuneigt, ich sollte mir mal eine größere Karte noch kaufen. Oder eine zweite. Ich bin da jetzt vielleicht verabschieden. Wie man da sieht, geht es jetzt hier runter zur Stuhlhütte. Circa 800 Höhenmeter einfach nur durch den Wald oben über die Narzissenwiese. Dann vorbei bei einem Kuhstall. Und dann ist man schon bei der Stuhlhütte. Das werde ich jetzt ersparen, das Wetter wird ja gerade schlechter. Irgendwas auf, wie man sieht. Ja, ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Heute haben wir wieder mal eine lange, schöne Tour gehabt. Schönes Wetter, schöne Eindrücke. Alle möglichen Geländetypen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schaltet jetzt bei der nächsten Tour wieder ein. Bitte.